Jo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rayman Legends. Wir sind hier zuletzt stehen geblieben bei den ganzen Pets, die wir hatten, und davon gab es natürlich eine ganze Menge. Was wir aber eigentlich machen wollten, war die Story weiterzumachen. Die ist nämlich etwas weiter hinten mittlerweile schon. Oh, bald kommen wir schon daran. Okay. So, Olympus Maximus. Da fehlt uns auch, glaube ich, nicht mehr viel. Ich glaube, wir müssen hier gleich noch einen Endgegner, Musiklevel, und dann wären wir, glaube ich, auch schon durch, mehr oder weniger. So, ja, 2-3 Level, das ist doch nichts. Schaffen wir doch easy peasy. So, Hölle, Hölle, Hölle. Okay. Klingt natürlich nicht nach einem netten Level, aber ich denke dann mal, dass wir hier durchkommen. Hops, hops. Ich hoffe, das bleibt ein Level, wo wir dauerhaft so nice springen müssen. Das würde mich übel freuen. Nee, hier schon nicht mehr, schade. Okay. Der gute Murphy wird mir wieder helfen müssen. So, hoch damit, hoch damit. So, hier vorne. Ups. Ist hier ein Secret Level? Nee. Da muss ich wohl hier lang. Hops. Und hops. Secret Level natürlich wieder gefunden. Easy peasy. Okay, das sieht ein bisschen komplexer aus, aber... Oh. Bringen wir uns mal kurz um. So ist es nicht in Ordnung. Das kann ich natürlich nicht mit mir selber vereinbaren. Dass so schlecht gelaufen ist. Also, wir wollen einmal drehen. So, wollen nochmal drehen. Wollen uns hier fallen lassen. Okay, jetzt muss ich überlegen. Aua. Okay. Ich muss da hinten überlegen, wie ich da durchkomme. Bevor ich da sowas mache. Also zuerst können wir es so drehen. Das ist total in Ordnung. Dann können wir hier dran, weil hier können wir drehen, wie wir wollen. Ohne Probleme zu bekommen. Vielleicht müssen wir erst... Okay. Das geht dann wohl doch nicht, komplett zu drehen. Gut. Dann wird erstmal so gedreht, würde ich sagen. Dann einmal nach unten fallen lassen. Und versuchen, da einfach durchzukommen. Schade. So kommen wir nicht dadurch. Da muss ich neu überlegen. Können wir hier hin? So. So, hier kann ich doch so dahin. Ja, es sollte so passen. Müsste ich aber eigentlich am Ring dafür sein. Ha. Wir probieren es mal aus, an den Ring nochmal zu kommen. Und dann hier hin. Und hier einfach so fallen lassen. Okay, klappt irgendwie. Warum auch immer. So, dann wollen wir natürlich... Uff, das wird so nicht klappen. Wir müssen das Ding schon bei uns durchbrettern lassen. Okay, naja, was heißt durchbrettern? Sah jetzt nicht wirklich nach durchbrettern aus. Okay. Hier vorne jetzt vorsichtig. Okay, sehr schön. Perfekt, wir haben es geschafft. Heiße Angelegenheit, vor allem weil dann heißer Ring war aus Lava. Egal, ihr wisst, was ich meine. Wir haben es geschafft. Kriegen erstmal unseren Kuss wieder hier vorne. Hups. So. Das durchschneiden. Okay. Warum gab es ein riesiges Haar, was ich durchschneiden musste? Steht H für Hazard. Ich weiß es nicht, Leute. Aber auf jeden Fall, uff. Werden wir von irgendeinem Viech verfolgt. Und ich habe den Ansatz gerade falsch genommen. Deswegen bin ich hier gerade gestorben. Ich muss hier nämlich weiterrennen. Easy peasy. Uff. Okay, wir müssen dauerhaft immer pünktlich drücken.
Ich stelle mir das, glaube ich, mit einer Wii-Fernbedienung einfacher vor, wenn man einfach nur irgendwie einmal drücken muss, eine Taste. Ich denke, man kommt auch so durch. Ja, klar. Okay. Okay. Gar nicht mal so schwierig, wie ich dachte. Machen wir es halt auf die simple Art und Weise, ne? Lol, wie ich da noch durchgekommen bin. Das ist ja lustig. Finde ich viel cooler, auf meine Art und Weise da durchzukommen. Aua. Problem ist natürlich, wir haben jetzt keine Möglichkeit mehr, irgendwie ein Zusatzleben oder so zu haben. Das bedeutet, wir müssen auf meine Art und Weise natürlich auch super schnell sein. Fuck. Okay, wir machen es doch auf die normale. Das ist schon nicht mehr die normale, Leute. Ah. Okay. Wir kommen aber damit regelrecht weit. Ich kann mir vorstellen, dass das im Speedrun so genutzt wird. Problem ist halt, ich bin niemand der Speedrun. Aber einmal will ich es noch versuchen, ein bisschen weiterzukommen. Dann spamme ich einfach die Y-Taste durch, wenn ich halt soweit bin. Das finde ich übel interessant, dass man solche Taktiken noch lernen kann. Wir haben es tatsächlich geschafft, unten anzukommen. Okay, also es funktioniert, aber ich will das jetzt erstmal wieder normal machen. Okay, das muss ich erstmal nicht machen. Ich muss es machen, sobald ich auf dem Ding drauf bin. Ich hab's doch fallen lassen. Aber ich muss es früher fallen lassen. So. Hier fallen lassen. Und komm schon, ich will noch das andere Ding natürlich noch bekommen. Dankeschön. Naja. Dankeschön. So, hier vorne lang. Upsa, upsa. Oh Gott. Ja, es klappt doch ganz gut. Ich kann mich nicht beschweren. Ich finde es aber fucking verwirrend, dass sie so 10.000 Viecher sind. Warum bringen die einfach noch mehr Drachen, statt einfach nur einen zu lassen? Das ist doch viel simpler. Ach ja, gerade deswegen vielleicht. So, wir wollen auf den größeren bleiben gleich, auf den linken. So. Okay, wir dürfen erst gleich wechseln. Uff. Erst wenn wir... Ups, ja, da kann ich gleich verlieren. So. Ah, durchschneiden müssen wir noch. Aber da will ich das auch nochmal so probieren. Ich finde das halt übel interessant, wenn es möglich ist. So, hier rüber. Oh Mann. Ich hätte natürlich nicht davon springen dürfen. Aua, come on. So oft gestorben. Oh boy. Da mach ich sogar... Ach so, warte mal, das war nicht mal ordentlich. Und eine Sache will ich noch probieren. So. Ah, so spawnt er gar nicht. Okay. Ich dachte gerade, der spawnt so. Und ich mach Mist ohne Ende. Leute, wo ist denn die Konzentration? Okay, wir machen einmal Concentration Pure. Pure Hearted. Upsasa. So, schwierig ist das ja eigentlich nicht. Fuck. Und dann mache ich einen Kick in der Luft. Einfach so. Ohne Grund. Da gab es nicht mal irgendwas, was ich treten kann. Ich hatte vielleicht Angst, dass ein Käfig gleich da ist. Aber ich weiß doch mittlerweile schon, wo die sind. Hier ist einer. Hier vorne ist noch einer. Dann muss ich hier rüberspringen. Das hier. Dann das hier. Das hier. Hier rüberspringen. Ah. Also muss ich es doch fallen lassen. Aber erst, wenn ich auf der rechten Seite davon bin.
Ich dachte, die Dinger wären ein bisschen länger, weswegen ich das doch erst später fallen lassen muss. Ja, ist halt schwierig einzuschätzen. So, und ich weiß mittlerweile, warum vorher dieses Haar angezeigt war. Oh, damn it. Das Haar wurde einfach angezeigt, weil die Dinger einfach so designt sind. Und, ja, mehr steckt da nicht hinter. Es wurde einfach vorhin nur angezeigt, weil es hier mittlerweile schon mehrere von gibt. Damn it. Ich unterbreche die ganze Zeit mein eigenes Rennen, aber mittlerweile mache ich auch nur noch Mist. Also, ich spiele ja nicht mal mehr ordentlich. So, hopsa und hops. Und hops. Vor allem, man läuft dadurch echt fucking fast. So, uff. Okay. Ich weiß nicht, wo ich gelandet bin, aber okay. Auf diesem Ding, sehr schön. Das bedeutet, wir haben die Passage endlich geschafft. So, wollen wir doch weitermachen. Ja, komm schon. Verfolg mich doch nicht. Und hops. Okay. Easy peasy. Hier wird doch gleich bestimmte Magier. Wusste ich doch, dass es verdächtig aussieht. Als ob einfach so ein simpler Spalt da ist. Genauso wie hier. Ja, natürlich. Ja, natürlich, Leute. Was soll denn sonst auch hier sein? Okay. Und wofür muss das Rad jetzt gedreht werden? Das habe ich nicht ganz verstanden. Dankeschön, jetzt habe ich endlich wieder ein Herzchen. Sehr schön. So, hops. Okay, hier oben sind wir schon am Ziel. Anscheinend gibt es nur 300 Punkte oder habe ich gar keinen Pokal? Ich glaube, es gibt nur 300 Punkte. Ja, es gibt nur 300. Okay, alles gut. Ich habe mir schon Sorgen gemacht, dass ich das jetzt nicht gepackt habe oder so. Ja, ich würde mal sagen, das war eine Kombo, Leute. Falls ihr sowas abbekommt, dann erstmal tot. Gut. 4 hiervon, 4 hiervon, 2 hiervon, fertig. So, Time Attack für das davor. Und direkt danach Wolke der Finsternis. Wollen wir natürlich auch machen. Komme ich da dran? Perfekt. So, hops. Perfekt. Oh mein Gott. Das war jetzt schon ein bisschen doof von mir, aber egal. Ja, ich überlege tatsächlich die nächste Zeit als nächstes Projekt noch Warrior Within zu starten, das Prince of Persia Teil. Das Problem dabei ist, das ist das einzige Teil, wo dauerhaft Musik läuft von irgendwelchen bekannten Bands. Und ob ich das benutzen darf, weiß ich nicht. Also ich, mein Standalone von, wie hieß die Band nochmal, mir fällt der Name nicht ein. Da gibt es halt zu viel. Da gibt es zu viele Lieder, die irgendwie von anderen sind. Ich weiß nicht, ob ich da... Oh mein Gott. Das ist jetzt doch nicht jetzt real. So. Hops, hops, hops. Oh mein Gott. Ich will das Ding bekommen, natürlich. Aber ich weiß nicht, welchen ich davon hart nehmen soll. Aua! Okay. Ich muss den dahinter so nehmen. Zack, zack. Oh mein Gott. Egal, das ist erstmal in Ordnung. Lassen wir das erstmal sitzen, weil ich kacke gleich irgendwo eh nochmal ab. Ja, genau. Haha, wusste ich doch. Dann wissen wir aber schon mal, wie das Level ein bisschen weiter aussieht. So. Okay, perfekt. Jump. Aua. Okay. Komisches Level. Das heißt, hier rüber jumpen. Moment mal, so eine Feuerfaust bietet wesentlich mehr. So.
Aua, und ich falle einfach runter. Nice. Okay. Das ist nicht weiter schlimm. Wir können die ja easy noch besiegen. Aua. So. Perfekt, jetzt habe ich die besiegt. Aber es wird hundertprozentig noch irgendeine geben. Ah, komm schon. Come on, ich will jetzt nicht sterben. Ich versuche gerade... Sad. Das ist so ein kleines Problem. Man weiß halt nie, wann man das anwenden soll und wann nicht diesen Stärke-Move. Hä? Ich habe doch gerade die A-Taste gedrückt gehabt. Ach, hier geht das nicht. Hier schwimmt man quasi dadurch. Ohne großartig, jetzt kann ich das nutzen, okay. Okidoki. Wollen wir doch mal sehen, was du dagegen zu sagen hast. Okay, gar nichts. So, weil das Schöne daran ist, ich kann meins ja technisch dauerhaft spammen, ohne mich bewegen zu müssen. So, und da ich schon weiß, wo die ersten sind, kann ich mich erstmal hier hinstellen. Aua, und dann knall ich gegen das Ding. Okay, dann oben links erstmal. Ah, dann kommt er von oben links. Aber nette Vögel, haha. Ah, weg von mir. Yo, genau. Und dann trifft er mich da irgendwo an der Kante. So, jetzt der schon mal hinten dünner. Verfolgt er mich? Ja, der verfolgt mich ungefähr. Also sie geben sich schon Mühe, mich zu verfolgen. So, der erste ist erledigt. Zweiten habe ich so mitgenommen. So, perfekt. Außerdem waren die beide noch nicht erledigt. Die hatten beide noch so ein Stückchen. Was ist das denn? Das Schweinchen hat mich wieder mega getrollt gerade. Uff. Das hat mich wirklich erschrocken. So. Ja gut, da hätte ich jetzt nicht Power boosten müssen, aber... Komm schon, hoch, hoch, hoch. So, so. Hier rüber. Ja, hier muss man das aber. Okay. Ja gut, kann ich halt so nicht wissen. Das ist halt die Sache, die ich meine. Man weiß halt nie, wann man es drücken soll, wann man es nicht drücken soll. Rüber, hey. So, hier weiß ich halt nicht, ob ich das machen muss oder nicht. Aber gut. Anscheinend schon. Okay. Ich hoffe, der scheint nicht genau da. Okay, tut er doch. Gut, da kann ich ja nicht sein. Aber okay. Hä? Diese Flügeldinger oben haben mich noch erwischt. Erster. Zweiter. Okay, danach müsste ich aber direkt hochspringen. Erster. Und zweiter. Perfekt. Und erster. Ich will dieses Heat Potion, den da hinten bekommen. Der Gegner juckt mich gerade nicht mehr großartig. So, aber mit denen können wir ziemlich viel anstellen eigentlich. Der umkreist auch nur die Map irgendwie.
Also wenn ich mich hier beim bisschen ordentlich anstelle. Oh mein Gott. Ich hätte jetzt nicht so greedy werden müssen und halt instant alles wegsnacken sollen. Hupsasa. Also gierig. Sorry, sorry. Ich verwende schon wieder englische Terme. So, da Nummer 1 und da Nummer 2. Ich habe es sogar noch bekommen. Sehr schön. Perfekt. Und jetzt wieder hier zur Seite. Und noch mal aufladen. Ah, jetzt vorsichtig sein. Komm schon. Das sind nur ein paar Klümpchen. Kannst mir nicht sagen, dass du mich ernsthaft... Nein! Nein, 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 nein! Ach, Leute. Und erster und zweiter und dritter. Hopsasa. Gut, wir machen den jetzt ein bisschen schneller. So, Leben holen wir uns natürlich dazu, weil es natürlich doch sehr vonnöten ist, weil ich es gerade schon abgezogen bekommen habe. Was? Wo das denn? Ich wurde nicht mal getroffen. Uff. Please don't, fuck. Oh man. Und 1 und 2 und 3. So. Der Gegner ist nicht mal schwierig, der macht die ganze Zeit dasselbe. Läuft die ganze Zeit im fucking Kreis und ich krieg's trotzdem nicht auf die Kette, da halbwegs zu überleben. So. Herz erhalten. So, dankeschön. Hier nochmal aufladen, denn aufladen zerdeppert den eigentlich doch ganz schön gut. So. Ja, komm, viel hat er nicht mehr von sich. Ja, komm. Die lassen ihn sogar vorher noch sterben. Das heißt, vorhin hätte ich das easy peasy sogar hinbekommen können. Och, Mann. Ich höre schon die Musik. Ich höre es schon. Oh oh. Oh yeah, Leute. Wir können den jetzt auf den Mond schlagen. Let's go. Bam. Schauen wir mal. Damit haben wir das Spiel auch durchgespielt. Das ist ja super nice. Ah, komm schon. So, wir können hier noch ein paar Punkte sammeln. Hops. Werden wir auch machen. In der Zwischenzeit kann ich ja ganz kurz sagen, wie ich das Spiel fand. Wir werden natürlich noch die Musiklevel machen. Ich werde das Spiel selber beenden, wann ich möchte. Wir werden die Musiklevel auf jeden Fall noch machen. Vielleicht noch ein paar Origins-Level. Ich weiß ja nicht, ob die vonnöten sind. Weil wir die halt bereits in Origins halt durchgespielt haben. Die sind ja nur ein bisschen anders. Und ob wir das wirklich brauchen, ist halt die andere Frage, Leute. Müsst ihr euch bewusst sein. Ich weiß es nicht genau. Ups. Einfach durchrattern. Wir wollen von niemandem den Namen wissen. Komm schon. JK, das sind natürlich alles Entwickler und so und mich freut natürlich, dass die dieses Spiel hier erstellt haben. Ich frage mich, ob das hier möglich ist. Ja, nicht mal eine große Hitbox hat das. Das hier ist viel, viel besser, weil wir die ganze Zeit um uns drum herum Schaden machen und momentan während diesen Angriffs halt unverwundbar sind. Außer irgendwas sollte halt von oben kommen.
passiert halt nicht, weil wenn es von unten kommt, ist eh kein Problem. Wir jumpen dann drauf und dann ist ja eh nicht schlimm. Außer es ist halt Lava oder sowas, wo man halt gar nicht berühren darf. Dann ist aber auch ganz normal, dann kriegen wir eh aufs Maul. Holy shit. Das sind echt viele Leute, durch die wir durch müssen. Aber gut, machen wir einfach mal. Ich muss sagen, im Vergleich zu Rayman Origins, muss ich sagen, Rayman Origins hat mir designtechnisch, tut mir leid, Leute, aber die Design im Sinne von nicht Level-Design, sondern halt, keine Ahnung, Grafikdesign mehr gefallen. So, das hier sieht mehr CGI-mäßig aus. Weiß ich nicht, wie ich das erklären soll. Sieht halt ein bisschen mehr dreidimensionaler aus von den Charakteren. Das passt halt nicht mehr so ganz. Während halt ganz normal Rayman... Uff. So, während Rayman Origins halt sehr, sehr gezeichnet aussah. So, das glaube ich die beste Formulierung, die ich hier noch machen kann. Rayman Origins sah halt viel mehr gezeichnet aus als Rayman Legends. Das sieht halt, man sieht halt, dass dreidimensional eigentlich ist, aber 2,5D nennt man so eine Welt halt, by the way, auch. Aber ihr wisst halt, was gemeint ist. Holy shit. Falls ihr, by the way, eine Idee habt für ein Spiel, was ein 2D-Spiel ist und man das als App realisieren kann, sagt mir Bescheid, Leute. Ich würde mich vielleicht sogar daran setzen und das programmieren. Ich habe bereits ein Game selber schon programmiert gehabt und suche gerade nach mehr Optionen, Apps zu programmieren, weil ich gelesen habe, dass man einen Developer-Account bei Google Play für $25 erhält. Das ist natürlich übel günstig. Das heißt, ihr könnt euch vorstellen, wie fucking günstig $25 sind. Das ist halt nichts. Und das werden wir auch nutzen. Beziehungsweise ich werde das nutzen. Diesmal sage ich auch ich. $25, das sind umgerechnet ungefähr 21 Euro, bedeutet, ich kann 15 Apps pro Tag publishen, ohne zusätzliche Kosten. Das bedeutet, ich muss einmal nur diesen Account zahlen und dann bin ich halt komplett durch. Das ist so fucking wundervoll, das glaubt ihr gar nicht. Holy shit, kommen wir gerade gut durch. Wir kommen vielleicht noch auf die 1000, ganz bestimmt. Aber, ja, soundtechnisch muss ich es auch sagen, ist es halt ein, nicht mehr so dieses Rayman-Feeling. Ist halt mehr Wikinger-Feeling geworden, was halt natürlich das ganze Game auch als Theme hatte. So Fortress, Wikinger und sonst was. Finde ich ein bisschen schade. Ist ein bisschen an dieser Rayman-Fantasy-Welt meiner Meinung nach vorbeigeflogen, wo es halt vorher war. Man hätte sich eigentlich mehr mit Kleinlingen und Elektroons beschäftigen müssen, statt mit halt Real-Life-Charakteren wie Wikingern. Ich finde, das passt halt nicht. Meiner Meinung nach hätten es von mir aus Glowboxe sein können, die Wikingerhelme haben, aber das ist halt wieder was anderes. Das würde halt mehr zum Game passen. Ich habe mittlerweile ja jetzt alle Rayman-Teile, die so halbwegs gut, wie sage ich das? Alle Rayman-Teile, die eigentlich recht gut sind, auf meinem Kanal durchgespielt gehabt. Das bedeutet, falls bald neue Rayman-Teile rauskommen, werde ich die natürlich auch let's playen. Ich möchte natürlich auch weiterhin alle Rayman-Teile auf meinem Kanal hier veröffentlichen können. Ich werde vielleicht noch schauen, ob ich vielleicht noch die alten Gameboy-Teile, es gab noch alte Gameboy-Teile für den Kanal, da könnte ich auch nochmal schauen, also nicht für den Kanal, sondern, kann man das skippen? Man kann das skippen, oh mein Gott, ja, machen wir gleich, ich sag noch ganz kurz einmal zu Ende, null, so, ja, ich guck nochmal, ob es demnächst irgendwie noch so alte Gameboy-Advanced-Teile oder so gibt, die man nutzen kann, dann würde ich die noch nutzen. Dann nutzen wir einmal ganz kurz hier diese Ending Screen und dann schauen wir mal, dass wir noch das nächste Musiklevel machen. Ja, das reicht doch völlig. Wir haben einfach 1000 Punkte. So viel brauchen wir halt nicht mal. So, Olympus Maximus abgeschlossen. Aber es fühlt sich nicht wirklich wie ein Ende an. Während Rayman Origins sich tatsächlich wie ein vernünftiges Ende angefühlt hat. Das hier fühlt sich halt nicht so an. Das fühlt sich halt so an, als hätte ich jetzt noch 200 weitere Level. Aber habe ich tatsächlich auch. Hihihi. Gut. Dann machen wir nächste Folge. Die werden sich eine Weile nicht. Hier sind 10.000 Lumps. Danke. Okay, teuflischen Rayman brauchen wir auch erstmal nicht. Das ist auch erstmal egal. Wir machen erstmal die Glückslose noch. Dafür hätte ich jetzt noch Zeit. Die mache ich nochmal schnell. Okay, Back to Origins Welt. Wie gesagt, ich weiß halt immer noch nicht so ganz, ob ich noch alle machen möchte, wenn wir die halt in Origins schon durchgespielt haben. Auch wenn die hier eine Menge Spaß sind. Gut,
Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein und bis demnächst. Ciao.